So, die Rückreise hat begonnen. Wir sind jetzt eben schon mit der Yamamoto-Linie zur Monorail-Station gefahren, sitzen jetzt in der Monorail drin, direkt im Express Richtung Haneda Airport. Da müssen wir uns dann noch bis 14.05 Uhr aufhalten. Dann geht der Flieger Richtung Frankfurt. Dann müssen wir in Frankfurt umsteigen in den Flieger nach Bremen. Und dann werden wir um 22.20 Uhr, 22.30 Uhr, je nachdem, kommen wir dann in etwa wieder in der Heimat an. Ja, das heißt, den ganzen Tag wieder nur sitzen. Ja, die Strecke hier ist Nein, reicht jetzt. Aber hübsch. Auf jeden Fall hübsch. Hier ist nochmal Curry. Ja, komm, Christian. So, Curry essen. Wie wär's? Keiner mehr Lust auf Curry? Nein. Wo? Dahinter wahrscheinlich. Hinter der Dokumo Station. Wir werden es gleich sehen. Ja. Eingepackt. 200 Yen. 200 Yen. Ja. Aber nö. Da steht scheinbar unser Flugzeug. Ich glaube, dass es unseres ist. Vom Aussehen her müsste es hinkommen. Aber wir müssen jetzt noch knapp eine Stunde überbrücken, bis wir dann endlich rein können. Naja, was heißt endlich? Bis unsere Reise zurück dann beginnt. Hier, da. Eine Waffel mit so einer Füllung drin. Kevin isst gerade Vanille. Ich werde mir jetzt gleich mal Erdbeer zugute führen. Whatever. Ich bin froh, dass wir sie mit reinbekommen haben und sie jetzt noch essen dürfen. Ja. Sitzen wir hier und warten. Und warten. Und warten. Schoki ist unten drin. Verfütter mal ein paar, oder? Es geht jetzt in den Flieger rein. Wir sind jetzt durch die Passkontrolle. Und dürfen uns dann gleich auf unsere Plätze setzen und 11 Stunden am Stück im Flieger verbringen. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, man kriegt was Vernünftiges zu essen. Es wäre schön, wenn es nicht japanisches Essen ist. Da habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so die Böcke drauf. Und ja, dass man nicht so wie letztes Mal extreme Luftlöcher hat, das wäre kacke, wäre das. Möchte ich nicht nochmal. Es geht los, wir sitzen im Flieger und wir liegen im
halbe Jahr von gestartet hat. Es ist schon schade, wenn sich das jetzt so endet, es ist halt schade, man weiß halt, dass man so schnell nicht wieder hier ist. Das ist eigentlich das, was so, ja, das Schlimmste ist. Man hat die Zeit genossen, keine Frage, aber man kommt so schnell nicht wieder hin. Das ist schade. Dieses Mal sitzen wir auf dem Angeblich soll man da weniger diese Luftlöcher spüren, allerdings wussten wir das vorher nicht, dass das so ist, hatten per Zufall jetzt die Plätze hier bekommen. Was wir nicht wussten, es wäre schöner gewesen, einen Platz nach vorne zu rutschen, dann hätten wir keine Reihe vor uns mehr gehabt, hätten ein bisschen mehr Beinfreiheit. Wir dachten aber, eine Reihe nach vorne würde bedeuten, dass wir dann auch kein Fernseher vorne haben. Aber ganz im Gegenteil, hat man trotzdem. Naja. Geht halt los. Unsicherheit. Dieses Flugzeug hat 12 Notausgänge. Kann ich Filme mitgucken, Serien gucken, Musik hören, einfach alles zu anderen Wort. Wenn man dann nicht langweilig wird, auf einem 11-Stunden. Diese Ausgabe. Wir fliegen mit einer Boeing 747. Sauerstofffluss zu sparen. Laufen Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band. Was ist daran besonders? Danach diese komische Kuppel oder so eine extra zweite Etage, nicht komplett zweite dann, sondern nur so vorne auf der Schnauze eine zweite Etage, wo halt nochmal komplett First Class ist. Da war ja zum Beispiel letztes Mal auf Hinflug, war ja die komplette Dortmund-Mannschaft, saß ja da oben. Nee. Haben wir aber auch erst ganz zum Schluss festgestellt, als wir ausgestiegen sind. Und dann hatten sie auch tatsächlich ein Spiel in Japan. Müssen gleich noch weiterfliegen in
Nach einer Stunde geht es dann weiter Richtung Bremen, sind auch nochmal knapp eine Stunde in der Luft. 45 Minuten, bis wir wirklich angedockt haben, raus aus dem Flugzeug sind, ist locker eine Stunde rum. Und dann noch aufs Gepäck warten. Dann geht's endlich ab nach Hause. Dann werden die Sachen nur noch in die Ecke geschmissen, die Katzen gestreichelt und ab ins Bett. Dann sind wir auch wie lange wach? 48 Stunden? 30? Wieder verlangt heute halt. Ich glaube schon ein bisschen mehr. Ich glaube schon ein bisschen mehr, weil rein theoretisch, nach japanischer Zeit, sind wir bald 24 Stunden wach. Nach japanischer Zeit. Aber, das Ziel ist in Sicht. Wir sitzen im Flieger, haben Campfans, haben Verspätung, weil vorher ein Flieger ausgefallen ist. Die wurden alle zugebucht, da wurden Plätze umgesetzt und hier und da wollen wir nicht tauschen. Alter, ich hab so die Faxen dicke. Streckenfrequenz ist ungefähr bei 10.000. Echt? Ja, aber die 45 Minuten überstehen wir das. Ich hoffe, ich bin so froh, wenn wir einfach zurück sind. Bleiben wir dann dadurch wach. Yay. Und ich kriege immer mehr eine Hasskappe. Ins Bett und knappe 24 Stunden wach. Das dreckige, schreiende Kind im Flugzeug. Also während des ganzen Urlaubs hatte ich echt nichts gegen Kinder. Auch nicht, wenn sie geschrien haben, wenn sie geweint haben, das war mir alles sowas von Lachs. Aber wenn du Kopfschmerzen hast und das Kind vor dir sitzt, in deine Richtung guckt und schreit und du willst einfach nur deine Ruhe, boah, dann hast du auf mal jeden Menschen. Jeden. Aber jetzt sind wir eher wieder zu Hause, jetzt kann ich schlafen gehen. Es tat mir auch ein bisschen leid für das Kind, weil eigentlich, ich gehe davon aus, die wollten dann nicht zu so später Stunde fliegen, weil es ist vorher halt ein Flug ausgefallen. Und ich gehe davon aus, dass sie eigentlich in dem Flieger gesessen hätten, weil um die Uhrzeit fliegt man nicht mehr mit einem kleinen Kind. Definitiv nicht. Aber egal, ich mache mich jetzt bettfertig und gehe schlafen. Gute Nacht.